Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1v1 Ranked Game, habe mich für Undead entschieden. Mein Gegner spielt ebenfalls Undead und das Ganze auf der Map Gezeitenjäger. Die Verdauern stehen. Ja, mal sehen. Ich werde es wahrscheinlich wieder mit der Fast Exe probieren. Meister. Und ihr dürft euch nicht wundern, dass ich im Moment so viele Games rausballer. Vor allem auch jetzt hier in StarCraft Story Mode zu Ende spielen. Mir ist zwar aufgefallen, dass das nicht allzu viele Zuschauer interessiert, aber ich möchte es jetzt doch zu Ende spielen und das werde ich auf jeden Fall auch alles hochladen. Und ja, ich muss auf jeden Fall meine Festplatte ein bisschen leer bekommen, da ja in ein paar Tagen Diablo 4 rauskommt. Und bis dahin habe ich noch einiges zu tun. Die verdammten Stimmen zu so, dienen. Hin und wieder natürlich auch eine Runde Warcraft 3 zocken. Das muss immer wieder sein. Ich hoffe, diese Bugphase ist jetzt endlich vorbei. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele 100 MMR verloren. Die Beschwörung. Dadurch, dass mir für Siege Punkte abgezogen werden. Und ich hoffe wirklich, dass die Beschwörung Activision Blizzard, wie sie jetzt heißen, Diablo 4 nicht genauso verkacken. So, ich spiele den Ruflord first. Okay, passt alles. Ja, mal sehen. Hier kommt es wirklich viel auf den Gegner an, ob der dieselbe Strategie spielt, ob er versucht, mich an meiner Exe zu hindern. Oder wie auch immer. Aber Mirror Match liegt mir eigentlich recht gut. Als kleiner Tipp auch für die Abonnenten, wenn euch jetzt nicht alle Games angezeigt werden, die ich hochlade, einfach mal ja die Playlists, die ihr gerne seht, oder ja, einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen und dann die neuesten Videos angucken. Das kenne ich ja auch aus Erfahrung, wenn ich so viel hochlade oder bei anderen YouTubern. Selbst wenn man die Glocke aktiviert hat, wird einem nicht alles angezeigt. So, und jetzt machen wir es mal auf die altbewährte Strategie. Keinen anderen Creep vorher, sondern direkt expandieren. Wir verlangen weiteres Holz. Mein Schicksal ist gesichert. Funktioniert auf dieser Map hier nämlich auch sehr gut. Da muss man nicht vorher ein paar kleine Creeps machen. Und da ich ja wirklich einiges an MMR wieder gut machen muss, absolut try hard jetzt. Level 2 erreicht. Da kommt der Scout abgelüht. Jetzt ist die Frage. Aber nee, ich gehe diesmal mal nicht auf Angriff über, sondern versuche wirklich die erstmal durchzubekommen jetzt. Denn sollte der Gegner nicht expandiert haben und kommt jetzt einfach runter, hätte ich dann ein Riesenproblem. Aber es läuft gut. Erste Ziggurat ist jetzt schon im Ausbau. Also allzu viel kann da mit meiner Exe eigentlich nicht mehr passieren. Oh, da schickt er ein paar. Ein Käfer, ein paar Skelette. Ah, der Rest kommt hinterher. Hat man da eben noch gesehen. Die Verdammten stehen bereit. So, gibt auch Erfahrung. Die Liebenden und die Toten. Ausbau abgeschlossen. Ich diene nur dem Frostthron. Ich habe den Hof vernommen.
jetzt möglichst schnell Level 3 bekommen. Vierfach Stufe 2. Das macht dann doch schon einen großen Unterschied. Wo soll mein Blut vergossen sein? Es ist mehr Gold erforderlich. Euer Wille geschehe. Spricht. Was ist los? Mangt der Schatten. Die Zeit fliegt dahin. Ich habe den Hof. Jetzt gehe ich aber doch mal hochgucken, auch wenn es eigentlich zu spät ist, um da noch was zu reißen. Weil wenn der Gegner expandiert haben wird, wird das ähnlich aussehen wie bei mir hier. Ah, da, Mann. Die Verdammten stehen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Spachtel. Nichts kommt meiner Macht gleich. So, ja, hat er. Oh, aber noch nicht expandiert. Hat ihm bestimmt auch Holz gefehlt. Das ist jetzt mal sehr geil für mich. Ich kann schon in den Pack gehen. Ich kann noch mehr Gule. Insgesamt zu viel für mich, der hat alles sehr erholt. Aber ich hab ihn surrounded. Na komm. Die Pforte zwingen. Er hat auch schon den Second Hero. Nee, ich kann's nicht riskieren. Ey, Karamba. Nichts kommt meiner Macht gleich. Zweifellos. Mein Leben für mir mein so Schicksal ist besiegelt. Zweite Gruft. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Okay, jetzt will das natürlich wissen hier. Jetzt muss ich auch die ganze Kühle hochklicken. Ich gehorche mit Freude. Mein Leben wird versucht. Krasses Gemetzel hier. So, die können aber jetzt weiter Gold sammeln gehen. Und jetzt 2 Zigarettes ausgebaut, das schafft er nicht. Da bin ich mir sicher. Ich habe jetzt auch schon die ersten Queens hier am Start. Und er muss sporten, denke ich. Ja, macht er auch. Den Ghoul konnte ich auch noch mal retten. Sehr gut, Tech ist durch. Death Knight im Bau. Euer Befehl, Meister. Euer Wille geschehe. Das ist das Slaughterhouse. Die Beschwörung die verdammt geschlossen bereit. Wir verlangen weiteres Holz. Ich tue nur hochfallen. Der Pakt ist besiegelt. Meine Geduld ist erschöpft. Auf in den Kampf. Forschung die abgeschlossen. Dahin. Jetzt mache ich hier drüben die Echse noch frei. Bei mir. Ich diene nur die Beschwörung.
Verschwörung ist abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Nichts kommt meiner Macht. Ich bin gespannt, was der Gegner geht. Eben hat er ja nur Bühle dabei gehabt. Nach dem Second Zero. Das war das Biest. Ich kümmere mich darum. Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freuden. Ich gehorche mit Freuden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Item geholt haben. Nichts kommt meiner Macht gleich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich beuge mich eurem Willen. Okay, er hat nicht expandiert. Das ist interessant. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Erfüllungstrank. Die Zeit fliegt dahin. Er will noch nicht kämpfen. Pervers. Soll mir recht sein. Ich habe die Echse schließlich am Laufen. Gleich sogar die zweite. Mach mich jetzt auf den Weg zu Tier 3. Eigentlich nur um zu scouten und auch so ein kleines Ablenkungsmanöver. Und ich gehe mir jetzt auch das letzte Tier da oben holen. Euer Befehl, Verdammter, stehen bereit. Ich diene nur dem Frostthron. Die Verdammten stehen bereit. Sprecht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich kann nicht gucken. Die Verdammten stehen bereit. Ausbau abgeschlossen. So, nee, das war nur Silbert. Boah, Abo. Eine Abo. Ich habe den Hof verloren. Ah, er macht gerade den roten Krieg. Hat auch schon den dritten Helden dabei. So, die Köln kam zu spät. Feuer, also meine ganzen Stadt und bleibt. Oh mein Gott, so mikrotechnisch klappt das. klappt das aber auch alles sehr gut, wollte ich gerade sagen. Eieiei, nur den Wegpunkt, den hätte ich mal auf einen Helden setzen sollen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ei, Kalamba. Okay, jetzt habe ich gleich einen ganzen Arschbill-Destroyer. Meine Geduld ist erschöpft.
Bist du verrückt? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Ja gut, ich muss jetzt kurz warten, bis das Upgrade Meine durch ist. Bisschen ärgerlich. Jetzt wird sich da gleich einer böse erschrecken. Wir verlangen weiteres Holz. Die Verdammten stehen bereit. Wo soll mein Blut vergossen werden? Errichtet mehr Ziggurats. Die Nacht lockt. Oh je. 80 Supply direkt erreicht. Dadurch, dass ich die ganzen Destroyer gemauft habe. Die Verdammten stehen bereit. Ne, ich habe mich eben schon gewundert, warum ich so wenig habe oder gar keine Statue bei mir. Ja gut, wenn man die alle in der Base warten lässt, ist das klar, ne? Gucken, oh. Wer will denn da expandieren? Krass hier. So, jetzt kann ich weitere Einheiten produzieren. Erstmal die ganzen Fiends. Das ist ein Abdauern. Ach ja, genau. Okay. So, okay, Fall macht dann wieder die Spellen. Und wenn ich das richtig sehe, hat er so gut wie nichts mehr übrig. Und wir holen uns erstmal hier die Echse. Jetzt ordentlich Upgrades raushauen. Und dann machen wir das Ganze mit Mass Air jetzt. Wo soll mein Blut vergossen werden? Euer Wille geschehe. Die Echse hier ist eigentlich
auch gleich sehr sicher. Ja, mit was könnte er mir jetzt noch gefährlich werden? Eigentlich nicht viel. Von Necros bräuchte ich keine Angst haben. Ich habe massenhaft Destroyer. Ja, Worms hätten auch keine Chance gegen so viele Gargoyles, wie ich jetzt pumpe. Also eigentlich habe ich das Ding so gut wie in der Tasche. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Das Knight könnte jetzt auch Stufe 5 erreichen. Gut, der Genauigkeit. Genestrieb habe ich da unten auch noch gelassen. Oh, jetzt wirklich hier die ganzen Ziggurats aus. Was soll das? Ich muss bald jagen. Ring der Überlegenheit. Okay. Ah, der Flo. Ausbau abgeschlossen. Das ist der Flo, meine lieben Zuschauer. Für die, die ihn nicht kennen, mit dem habe ich schon League of Legends gespielt. Ja, einige ATs in Warcraft 3. Und damals auch schon WoW. Und jetzt werden wir gemeinsam mit Diablo starten. Auch der Gianni wird wieder mit am Start sein. Und wer weiß, vielleicht auch noch ein paar alte Bekannte. Ja, der Flo kann es genauso wie ich kaum erwarten. Mir wurde ja auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich ein bisschen bin wie ein kleines Kind, was sich auf Weihnachten freut oder ähnlich. Ja, und ich muss wirklich sagen, es ist so. Ich freue mich tierisch auf Diablo 4 und ich hoffe halt, ich werde nicht wieder so enttäuscht wie in Warcraft, dass man das dann erstmal eine halbe Ewigkeit gar nicht spielen kann. Und vor allem freue ich mich drauf, dass man mal wieder ein bisschen PvE machen kann. Also, wir werden natürlich da auch PvP spielen. Gegner ein bisschen ärgern, das haben wir schon immer sehr gerne gemacht. Aber halt, man kann auch mal ein bisschen Items farmen, mal ein bisschen ruhiger spielen, Bosse klatschen und so weiter und so fort. Und da freue ich mich, wie gesagt, extremst drauf. Und ich hoffe, ihr genauso. So, jetzt gehen wir mit 5000 Gold auf der hohen Kante eine Runde shoppen. Und dann werden wir den Gegner vernichten. Ich denke, da brauche ich kein Geheimnis mehr draus zu machen, dass das hier ein Win wird. So ein Spiel, ja, darf und kann man eigentlich gar nicht mehr verlieren. Zumal selbst wenn meine Armee jetzt sterben würde, ich könnte mir alles direkt wieder neu kaufen. Da kommt er. Forschung abgeschlossen. Okay, zieht sich jetzt zurück. Level 6, leider zu wenig Mana. Level 5 für den Death Knight. Ah, das sieht schon alles sehr überlegen aus. Und mit dieser Super Fast Exo, das hat auch richtig gut geklappt. Ich glaube, das werde ich die nächsten Games wieder so spielen. Ja, kommt leider kein GG, aber die Runde gewonnen. Ja, ich will jetzt eine Runde mit dem Flo tälen. Bisschen über Diablo quatschen, mal sehen, wie wir das Ganze so angehen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.